draußen. Ich habe mir gedacht, ich zock mal wieder ein bisschen Valhalla Hills. Für jeden, der das nicht kennt, das ist so eine Art Siedler. Durch eine der letzten Patches, wo sie Sägewerk und so eingeführt haben, ist es ziemlich schwer geworden. Ich habe schon früher mal öfters gezockt, jetzt schon mal nicht, deswegen werden wohl die ersten Games ziemlich beschissen aussehen bei mir. Naja, ist egal. Wir starten mal mit einer neuen Karte. Ja, aktuelles Spiel unterbrechen. Standard im freien Spiel. Ich habe alles freigeschaltet, deswegen kann ich ruhig Standard nehmen. Bergzwerge nehmen wir nicht. Bergtypus. Normal. Nicht flach. Bisschen breiter als hoch. Ja, dann schauen wir mal. So, ich glaube, ich musste die Musik noch eben kurz ein bisschen anpassen. Aber die Lautstärke. Können wir das hier? Da. Gesamtlautstärke machen wir 15. Oder gleich mal auf 10 runter. 80. Wobei die Stimmen, die können wir ruhig. Ein bisschen Hintergrundmusik, ein bisschen runter. 80. Nutzeroberfläche auf 90. Und das lassen wir so. So, das sind meine ersten Wikinger. Wir brauchen als erstes ein bisschen Holz. Wo kann man ein gutes Holz machen? Das sieht doch gut aus für Holz. Also, eine Holzfällerhütte. Die setzen wir nach da. Wir brauchen Steine. Sonst wird es nachher nicht mehr. Beim Testspiel habe ich mich das verkackt. Da habe ich dann keinen Steinbruch hier hingebaut und. Naja. Das Spiel war schnell vorbei. So. Ich habe hier gerade die Twitch-App auf mein Handy installiert und suche meinen eigenen Kanal, damit ich auch mal in den Chat gucken kann. Wie keine Ergebnisse gefunden. Na, Twitch. So, jetzt kann man den Gebäuden, um die schön aufzubauen, Träger zuweisen, die Materialien halt schneller bringen. Hat so ein bisschen Wuselfaktor wie früher Siedler. Alles verdammt, ist übrigens ein deutsches Entwicklerstudio. Also wer den deutschen Spielemarkt unterstützen will, holt sich Valhalla Hills. Wer Siedler mag, holt sich Valhalla Hills. Aufbaustrategie mag, holt sich Valhalla Hills. Ach komm schon. Finde mich hier nicht mal. Das, wenn man sich einloggt, sich nicht direkt auf seinen eigenen Channel einloggen kann. Was soll das mit der App? Oder finde ich das Menü dafür nicht? Mein Gott. Ich bin auch am Stream, oder? Jetzt richtig? Ja, bin ich. Oh, hier sind schon Skelette. Aber ich glaube, die verschwinden tagsüber. Ich hoffe es. Dann mache ich mal die Zeit ein bisschen schneller, damit die ein bisschen schneller bauen. Da kommen die Skelette wieder. Komm, verschwindet. Oh, ich glaube, das verkacke ich schon am Anfang. Sieht nicht gut aus. Vielleicht hätte ich woanders bauen sollen. Dann sollte ich auch erstmal komplett umschauen, bevor man anfängt zu bauen.
Habe ich schon direkt am Anfang verkackt. Machen wir Neustart. Selbe Karte. Wenn man ein kleiner Channel ist, dann findet man sich wahrscheinlich nicht so schnell. Wenn ich da irgendeinen anderen suchen würde, würde ich sofort finden. Na, ist egal. So. Also, als erstes ein Holzfäller. Holzfäller packen wir nach. Hier, wo leicht zu bauen ist. Na, leicht ist ein bisschen übertrieben. Wenn man zum Beispiel sieht, wo grün ist sehr leicht zu bauen. Und rot ist ziemlich schwer zu bauen. Und wo gar kein ist, ist natürlich, kann man nicht bauen. Aber hier könnte ich nicht bauen. Und hier will ich bestimmt nicht bauen. So, dann brauche ich noch einen Steinbruch. Den setze ich direkt daneben. Ich will den Busch auch nicht wegmachen. Das sind nämlich hier. Hier kriegt man halt Früchte, womit sich meine Wikinger einfach mal so ernähren können. Die gehen halt, wenn sie Hunger haben, zu ein bisschen hin und essen die Bären. Leider sind die Bären nicht sehr nahrhaft. Aber halt nicht sehr lange und gibt auch nicht genug davon, um deine Bevölkerung damit dauerhaft zu ernähren. Komm, beschleunigen wir die Sache mal. Guck mal schneller. Ich kann noch ein paar Träger zuweisen. Holzfäller ist fertig. Das ist ein Steinbruch hier. Ist auch fertig. Und zwischen den beiden baue ich eine Försterei. Und ich muss nochmal die Shortcuts merken. Das war, glaube ich, Y, X und C. Hier sind sie wenigstens mal eine Reihenfolge, nicht so wie bei Planetary Annihilation. Annihilation, mein Gott. Normales Lager sollte reichen für die beiden. Försterei ist ganz wichtig, damit uns die Bäume nicht nach ausgehen hier. So. Damit sich die Wikinger schnell bewegen können. Fügen noch Pfade ein. Pfade. Alles klar. Und damit der Steinbruch hier alle Steine kriegt in der Umgebung, ziehen wir eine Straße rumherum. Denn wenn man jetzt draufklickt, sieht man, dass er die schneller besser so erreichen kann. Dasselbe gilt natürlich für den Holzfäller. Den wir bis nach da ziehen. Und dann rüber nach da. So, jetzt kann er schon ein größeres Gebiet nehmen. Da wir hier ja Hasen haben, werde ich gleich mal. Ich hoffe, du nimmst das nicht übel, kleine Hase. Einen Jäger bauen. Wo ist denn. Ah, da ist der Jäger. Hier sind noch Wölfe. Ist hier irgendwo noch mehr Hasen? Da hinten in dem Wald. Und da bauen wir unseren Jäger doch hier. Ist zwar schwer zu bauen, weil grün, gelb, orange, rot. Ah, Träger haben wir genug. Na komm schon, bau den Förster erstmal fertig. Und das Lager. Wir gucken mal unter Ressourcen. Wir haben 0 Holz, deswegen dauert es so krass so lang. Komm, bau schneller. Ja, wahre Feldhammer. Kann ich jetzt das deswegen nicht weiterbauen oder wie?
Wie gesagt, mit dem Update, wo das die Sägemühle und der Steinmetz eingeführt worden sind, wurde das ganze Spiel mal um einiges schwerer. Ach komm schon, wieso finde ich mich denn hier nicht? Was doch zum Kotzen. Müsste ich hier mal rausswitchen, um in den Chat reinzugucken, dann ist das Ton weg. Ich könnte mal Fenstermodus wechseln. Muss ich nachher mal ausprobieren. Oh, Lager ist fertig. Da ist noch ein Lagerarbeiter zu. Und wo war der Jäger? Da war der Jäger. So, du kommst nach da. Logistisch. Und noch ein Pfad. Nächstes natürlich was ganz Wichtiges, der Werkzeugmacher. Ohne den wären wir ziemlich aufgeschmissen. So. Rösterei ist auch da. Machen wir noch einen Träger rein. Ja, uns fehlt Holz, uns fehlt Werkzeug, ich weiß. Und ich habe meine wirkliche Anzahl erreicht. Ja, das natürlich. Ja. Okay, Jäger, den können wir kurz mal ausschalten. Werkzeugmacher können wir auch mal kurz ausschalten. Wir brauchen Wohnzelt. Da oben nicht. Bauen wir doch hier mal einfach zwei hin. So. Wohnzelt erhöht halt die Anzahl der Wikinger, die uns zur Verfügung stehen, und bietet Schlafraum. Da müssen die halt nicht auf dem Boden unter den Bäumen schlafen. Da fühlen sie sich auch besser. Denn jeder Wikinger hat seine eigene, sagen wir, Biografie. Ehre erreicht halt durch Kampf und ich glaube auch ein bisschen durch Bauen. Muss ich mal nachlesen. Hunger ist klar. Hälschen. Alles klar mit dir? Und Müdigkeit sollte auch klar sein. Arbeitslos, das heißt, wenn er nicht zugewiesen ist. Und langweilig, weil er natürlich arbeitslos ist. Wer hätte es gedacht? Hey, mein Wohnzelt ist fertig. Und die Wikinger-Anzahl hat sich erhöht. Das ist übrigens die maximale Wikinger-Anzahl und wie viel ich gerufen habe. Und ja, sind 4 arbeitslose Wikinger, 0 Krieger, das ist die Wikinger-Kapazität. Und das ist halt, da kann man nur auf sein Stadtzentrum zurück. In Anführungszeichen Stadtzentrum. So. Ein bisschen Fleisch wäre nicht schlecht und Werkzeug wäre nicht schlecht. Ein Förster ist eigentlich. Sollte eigentlich für zwei Holzfäller reichen, glaube ich. Deswegen brauche ich mal meinen anderen Holzfäller. Ich brauche nämlich noch einen zweiten. Hierhin. Aber den schalte ich erstmal nochmal aus. Meine Nase hat gerade die wilden 5 Minuten. Da ist er schon eine Stunde hier draußen rumgelaufen. Ich habe mit ihm gespielt. Wow, pass auf. Ich sollte vielleicht oben die Klappe zu machen. Denn er wollte schon mal rausspringen. Er springt hier vorne nie raus. Aber da oben. Hat da schon mal einen auf Parcours gemacht. Ist oben die Klappe gesprungen, wieder rein in den Käfig. Der Hase ist echt komisch. Komm, wir brauchen Hämmer. Hier noch zwei Äxte. Machen wir noch zwei
Angeln. So. Das sollte eigentlich für den Anfang reichen. Ja, ein Steinschwert. Auch noch. So. Jäger. Dann brauchen wir den Jäger hier fertig. Und den zweiten Holzfäller. So, man guckt. 10 Betten sind hier drin. Hier sind schon 4 genutzt. Dann, wenn das gleich soweit ist, wenn ich ein bisschen Nahrungsproduktion habe, dann kann ich mal übergehen zum. Da ist noch ein See, da kann ich gleich noch einen Fisch einbasteln. Halt die erweiterten Produktionsgebäude bauen, wie Steinmetz und Sägemühle. Komm, hören wir noch mal die Geschwindigkeit ein bisschen. Übrigens, die Entwickler sind immer noch weiter dran, die schieben ständig Updates hinterher. Die letzten Tage war, glaube ich. Oh, wieso finde ich meine eigene Stelle nicht? Das ist. Klar, ich finde irgendwelche Typen, die natürlich 30.000, Subscriber haben und hast nicht gesehen, aber so einen kleinen Broadcaster wie mich findet man nicht. Deswegen ist der Ton jetzt nochmal ganz kurz weg. Ja, da ist es halt aktiv. Ist gerade am Futtern. So, ach so. Grüße an dich, Citrus. Wenn schon, denn schon. Was auch übrigens schön ist, wenn Wege hier öfter genutzt werden, dann werden die breiter. Und fester. Ich weiß nicht, ob das was viel bringt. Ich glaube, da werden die Wikinger noch schneller drüber. Oder ob das nur grafisch ist. Aber wie gesagt, ich habe schon eine Weile nicht mehr gespielt. Na komm, baut endlich. Ach so, ich brauche Planken für die Jäger. Ah, das ist natürlich. Da kann ich lange drauf warten. Nicht Depp. Dafür braucht man halt eine Sägemühle. Ja. Tutorial abschalten. Sägemühle, wo packen wir den hin? Packen wir nach oben hin. Und oben packen wir sogar noch ein zweites Lager. Ein kleines Lager sollte reichen. So. So. Wieso habe ich mich eigentlich mit der blöden App hier angemeldet, wenn ich mich selbst nicht finde? Was hätten wir wirklich besser machen können? Hätten sie wenigstens so ein bisschen machen können wie auf dem Desktop, also wenn du mal zugreifst. Ich könnte natürlich auch einen IRC-Klienten bei mir auf dem Handy installieren. Das mache ich auch nachher. Und dann direkt auf den Chat zugreifen. IRC Client. Ja, was haben wir denn da? AdChat free installieren. Ja, da wird schon der erste Hunger. Das geht nämlich ziemlich schnell. Sind halt Wikinger. Die fressen wie. Kein Kommentar, wie die fressen.
hier noch den Steinmetz hin. Ja, genau. Hier haben sie ja neu hinzugefügt. Eine Übersicht über Ressourcen. Die gab es früher nicht. Deswegen muss ich mich erstmal dran gewöhnen. Gebäude fertig. Lager. Kommt noch ein Lagermitarbeiter rein. Was nicht so schön ist, das war bei Siedler 3 zum Beispiel besser, man könnte bei Siedler 3 halt das Gebiet, wo die was machen, bestimmen. Das kann man hier nicht so wirklich. Ist halt. Okay, der Hase ist ziemlich aktiv gerade. Was natürlich super ist für den Stream. Und nicht einfach so faul rumliegt. Und keine Angst, er verletzt sich da nicht. Er weiß schon, was er tut. Er ist ein Profi. Mehr oder weniger. Na, überspringen. Akzeptieren, installieren. Ja, akzeptieren. Ich will das installieren. Little Gangrel, ey, ich habe meinen Channel gewonnen. Nice, jetzt habe ich auch Chat. Willkommen im Chat. Sogar mit Stream, aber den Stream will ich nicht haben. Ich sehe mich ja selbst spielen. Wie kann man den Stream? Nur Chat. Anwenden. Ah, gut. Hier oben sieht man eigentlich Übersicht über die aktuellen Informationen. Grün ist halt so einfach so einfache Meldungen. Gelb sind halt wichtigere Meldungen, wie zum Beispiel, dass Waren fehlen oder dass Leute Hunger haben. Ja, so ist Hasi. Jetzt ein Leckerli. Und rot sind halt Meldungen, die ernst zu nehmen sind. Das sind zum Beispiel auch, wenn man Wikinger verliert oder wenn die angegriffen werden. Oder wenn zum Beispiel hier eine Axt fehlt. Aber dafür haben wir den Werkzeugmacher. Bauen wir nochmal zwei Äxte. Angeln brauchen wir im Moment nicht. Zwei Speere. Nochmal zwei Hammer. Sichel und Spitzhacke sowie Brotschaufel brauchen wir nachher, wenn wir halt in die richtige Nahrungsmittelproduktion gehen. Was ist, willst du noch ein Leckerli? Ah, du bist ein Leckermaul hier. Komm her, komm her. Da. Mal für die Kamera. Ja, komm, steh nicht an. Das war's aber mit dem Leckerli. Du kriegst schon genug? Brauchst mich gar nicht so anzugucken. Willst du vielleicht einen Grashalm? Strohhalm. Ah, wenn ich einen hier finde. Ich habe so einen riesen Sack neben mir stehen. Da greife ich immer so blind rein. Nee, ignoriert er. Er will Leckerli haben. Hier, komm. Lass dich ärgern. Nee, will er nicht. So. Will er nicht. Wir bräuchten noch ein neues Wohnzelt, weil wir schon mit der Kapazität am Ende sind. Das geht sehr schnell. Dann können wir den Jäger wieder einschalten. So, Steinmetz ist aktiv, da packen wir Einträge hinzu. Und Sägemühle packen wir auch Einträge zu, weil wir so wirklich viele Planken brauchen wir derzeit nicht. Lager ist voll. Das Lager füllt sich auch. Oh ja, den Jäger will ich endlich fertigstellen. Wenn wir schon dabei sind, können wir direkt mal hier oben. Wo ist er denn? Fischer, da ist er. Natürlich rot. Was soll's? Bauen wir hier einen Fischer hin. Also okay, die Hase? Ja, komm hier, lässt sich eh gerade ärgern. Müssen wir öfter so aktiv sein hier.
Warum reißt es mir doch aus der Hand? Ich ärgere dich doch gerade. Dazu kommst du drauf. Oh, Wölfe. Haut ab da. Können natürlich auch ein Kampflager bauen. Und zwar so schnell wie möglich. Und damit die Wölfe dann erledigen. Kämpfende Wikinger gehen mein Wikinger hier ziemlich schnell kaputt, weil die halt keine Waffen haben. Und mit den Händen gegen Wolf ist nicht so. Er stirbt. Ja, ein verloren. Aber das ist so ein kleiner Bug, den man ja nicht wirklich aktiv ausnutzen kann, aber wenn die Wölfe auf halt Rückzug sind, dann greifen die hier nicht weiter an. Man kann sie platt machen. Oder auch nicht. Jetzt sind sie wieder in ihrem Gebiet drin. Na komm. Ah, hier ist eine schöne Statusmeldung. Rot. Helge gestorben. Komm. Mach den Wolf platt. Sollte mit der volles Leben. Nee, ist. Ja, der Wolf ist platt und wir haben Fleisch bekommen. Komm, Armeelager. Schön. Ab nach da. Obwohl der hat auch keine Waffen. Dann packen wir das Armeelager wieder zurück. Brauchen wir nicht wirklich. Ja. Teil der Baukosten zurück. Ist geil. Im Moment brauchen wir kein Armeelager. Aber jetzt haben wir zumindest ein bisschen Fleisch, wo wir sich dran bedienen können. Und wir haben mal wieder die Geschwindigkeit. Und wir bräuchten noch ein Wohnzelt. Das bauen wir. Wo bauen wir das hin? Wir machen da. Also ich streame einfach alles Mögliche. Das war eine Chatfrage gerade. Die Chatfrage war, was streamst du denn noch so? Alles, was mir Spaß macht. Ich habe unheimlich viele Spiele in Steam drin und auch noch so. Deswegen alles, was mir Spaß macht. Ich werde wohl demnächst vielleicht ein bisschen Payday 2 streamen. Ansonsten halt Valhalla Hills, XCOM 2, Planetary Annihilation, Titans, Stoneheart. Boah, was kann man noch streamen? Ich weiß gar nicht. Wie gesagt, alles, was Spaß macht. Übrigens, das ganze Graue hier ist nicht gerade nutzlos. Man kann zwar nicht wirklich drauf bauen. Das Einzige, was man drauf bauen kann, sind halt Minen. Wir wissen halt nicht, was da drunter steckt. Und das ist halt so ähnlich wie bei Siedler. Man muss einen Geologen bauen. Wo bauen wir den mal hin? Bauen wir erstmal hier. Den kann man halt bewegen. Und der sucht halt bei den Steinvorkommen nach Mineralien und allen möglichen Scheiß. Das Kohle, Gold, Eisen und Steine. Kohle, Gold, Eisen, Steine. Ja, müsste gewesen sein. So, meinen Leuten geht's hier langsam gut. Deswegen können wir gleich mal anfangen.
So. Der kommt an die ganzen Hasen ran. Machen wir den Weg noch weiter. Ja, der kommt an die Hasen ran. Nicht an die so wirklich. Ist doch nicht schlimm. Wäre schön, wenn das Gebiet hier frei wäre. Deswegen baue ich da unten mal einen Holzfäller hin. Der mir die Bäume wegschafft. Das dauert zwar eine Weile. Also kriege ich hier unten Platz für neue Gebäude. Gebäude fertig, Geologe. Er sollte auch hier direkt anfangen, irgendwas zu machen. Und dann machen wir hier noch einen zweiten Fischer. Hoffentlich kommt das Wasser ran. Das ist eigentlich für ein Steinmetz. Ja, jetzt müsste unten hier an das Vorkommen rankommen. Obwohl, hier sind wieder Skelette in der Nähe. Da weiß ich die Straße doch wieder ab. Klingt gut, danke. Wenn du irgendwie Wünsche hast, ob du mal ein Game sehen würdest, was du selbst nicht hast, dann kann ich mal nachgucken, ob ich das habe. Na komm, die Straße lassen wir da. Wo können wir eine Wohnhütte hinbauen? Hier hin. Wenn das Gebiet erweitert ist, will ich ja hier ein bisschen Produktion aufbauen. Also Nahrungsmittelproduktion, weil Nahrungsmittel braucht man immer. Das ist ja Wahnsinn, wie viele hier essen. Eigentlich schon fast fressen. Draußen kann man nie genug haben. Scheint wirklich so zu sein. Ein Förster reicht für zwei Holzfäller aus. Fischer ist auch wichtig. Ja. Also Ressourcen haben wir noch genug. Holz, Planken, Bruchsteine und Steinquader. So schön für ein Wohnhaus. Brauchen wir Steinquader. Hier ist eine Übersicht. Also kleines Haus, das Wohnzelt, 10 Betten und man kann 4 neue Wikinger rekrutieren. Und hat natürlich auch ein ziemlich kleines Feld, wo man drauf hinsetzen kann. Kann ich mal hier zeigen. Also hier zum Beispiel kann ich ein Wohnzelt reinbauen. Eine Wohnhütte kann ich zum Beispiel hier in der Ecke nicht mehr reinbauen, weil es größer ist. Und Wohnhaus ist natürlich dann nochmal eine Ecke größer. Oh, da war zu nah bei den Skeletten dran. Dann brauche ich gleich doch mal eine Armee. Lass mir die Zeit mal ein bisschen schneller laufen. Dann wird es hier langweilig. Ich habe 8 arbeitslose Wikinger. 8 arbeitslose Wikinger, das reicht doch für eine kleine Armee. Dann brauchen wir direkt ein Armeelager. Ich weiß gar nicht, wo man Kampflager braucht. Weil Armeelager ist ein bisschen größer als ein Kampflager. Ich baue direkt lieber Armeelager. Oh. Langsam kriegen sie richtig Hunger hier. Müssen wir doch früher mit der Nahrungsmittelproduktion anfangen, als ich eigentlich wollte. Ist okay. Wo ist der Geologe? Der macht natürlich nicht viel. Doch, hier oben hat er. Was hat er denn gefunden? Bruchstein. So soll's mal nach hier unten gehen, ob du hier unten was Tolles findest.
So. Müssen wir halt früher hier anfangen. Nahrungsmittel. Also um Brot zu backen, brauchen wir Bäckerei. Ist klar, Mühle und Farm. Bäckerei hat. Machen wir jetzt mal die Straße weg, weil Straßen blockieren halt Baugebiete. Jetzt könnten wir zum Beispiel hier Bäckerei und. Okay, hat nicht wirklich was blockiert, aber manchmal blockieren die halt die Baugebiete. Bäckerei? Ich wollte keine Bäckerei. Ich wollte auch eine. Farm. Und hier noch eine Farm. So, Logistik. Da haben wir jetzt auch schon ein Lager. Dann bauen wir hier mittendrin noch ein Lager. Und ein Lagerfeuer. Am Lagerfeuer sammeln sich halt meine arbeitslosen Wikinger. Wofür das gut ist, keine Ahnung. Zum Beispiel hier kann ich hier keinen Pfad hinbauen? Wieso kann ich hier keinen Pfad hinbauen? Hallo? Pfad? Dann kann ich keinen Pfad bauen, ne? Ist egal. Muss ja nicht sein. Ein zur Bäckerei. Eins zur Mühle, eins zur Farm. Und eins zur anderen Farm. Mehllager können wir ausschalten, wobei. Ne, wir sind weit genug weg. Okay, die Farmen, die müssen natürlich als erstes schnell gebaut werden, dann haben wir schon mal eine kleine. Oh, jetzt ist Hase fertig. Hat hier genug rumgeturnt. Nicht wahr? Ja, irgendwann geht ja auch dir die Energie aus, Hase. Ja, hier ist zum Beispiel Bruchstein und hier ist Eisenerz. Da werde ich nachher mal eine Mine hinbauen. Und zehn Planken, wieso fünf Planken? Wir haben noch fünf Planken. Wahrscheinlich sind sie zu weit weg, da oben. Ah, Gebäude fertig. Uah, die haben alle Hunger. Ja, fressen kommt ja. Rechts können wir übrigens die ganzen Nachrichten hier wegklicken. So, da die Farm, müssen wir eigentlich gut noch machen. Mühle, komm schon. Der Jäger ist auch gut aktiv. Dann könnte eigentlich auch die Hasen erwischen. Was übrigens wichtig ist, die Wohngelegenheiten gut zu verteilen, damit auch alle
in der Nähe von ihrem Arbeitsplatz halt einen Schlafplatz haben. Und halt, wie man sieht, ist wie bei Siedler hier so ein Wuselfaktor. Man sieht die ganze Zeit, wie die was machen, wie die bauen. Es rennen alle hin, weil alle Hunger haben, also sind nicht nur Fische da. Komm, ich muss die Skelette wegmachen. Ich renne in den Wald rein. Im Wald gibt es nämlich ab und zu mal. Ah, ne, die wohnen zu den Bären. Da rennen natürlich genau in die Skelette rein. Na komm, ihr seid doch. 7. Attackiert. Komm, ihr seid 7. Ihr müsst doch die blöden Skelette da platt machen. Wie viel Leben haben die denn? Oh, 1200. Das ist ja toll. Und meine haben 1000. Aber natürlich keine Waffen. Skelette haben. Skelettkrieger haben Waffen. Armeelager ist fertig. Schön. Dann müssen wir mal ein paar Äxte herstellen. Ja, natürlich jede Menge Holz. Dann erhöhen wir mal die Plankenproduktion und die Steinquaderproduktion, indem wir mehr Träger hinzufügen. Ja, der Hase ist erstmal platt. Der macht die nächste 2 Stunden gar nichts mehr. Sobald der Holzfäller hier alles weggemacht hat, können wir noch ein bisschen mehr bauen. Hier. Bis dahin, ich hoffe mal, dass nicht so viele von meinen Wikingern drauf gehen. Wir haben jetzt die komplette Wikingeranzahl, aber wir haben 6 arbeitslose Wikinger, also passt schon. Ja, ich weiß, Ware fehlt. Mein Gott. Wobei, wir haben noch viele Bauarbeiter unterwegs, also eigentlich haben wir mehr arbeitslose Wikinger, sobald die Bauarbeiten abgeschlossen sind. Denn mit einem Lager musst du aufpassen, die Soldaten versorgen sich nicht wirklich selbst. Oder war einmal so angedacht, dass sie sich nicht wirklich selbst versorgen. Was geworden ist, weiß ich nicht. Wie gesagt, ich habe schon auch eine Weile nicht mehr wirklich gespielt. Zeit. Ja, ich weiß, du hast Hunger. Sobald die Produktion hier ein bisschen angelaufen ist. Komm, stell mal ein paar Äxte her. Wie viel von denen? Wir haben keine Feuersteine. Wir haben keine Feuersteine. Wir haben noch 20 Feuersteine. Wo sind die denn? Da sind sie. Die sind doch genau neben dir. Ach, du hast keinen Träger. Ah, deswegen dauert es so lang. Ah. Ja, die flippen hier alle aus. Haben alle Hunger. Ihr seid Wikinger. Muss man schon ein bisschen mit Hunger umgehen können. Ja, mach erstmal 2. Ah, die Reihenfolge kann man ja auch nicht ändern, das ist auch so ein bisschen blöd. Ah, komm, verzieht euch, ihr blöden Skelette.
Verzieht euch, genau, haut ab. Wartet, bis meine Armee da ist. Wie viel Äxte habe ich denn jetzt? Noch eine Axt? Wow. Ich wusste gar nicht, dass man sowas bauen kann. Axt, Steinaxt. Steinaxt macht natürlich ein bisschen mehr Schaden als eine normale Axt. Aber die kann man nur beim Waffenmacher bauen. Dann muss das mal ausreichen hier. Ja, komm, bau schon die blöden Brotschaufeln und Äxte. Eigentlich wie eine Äste, oder wie? Doch, 25? Ich hab eigentlich genug. Ich weiß gar nicht, wieso der nicht baut. Muss ich doch einen Waffenmacher bauen? Ich den denn? Hier brauche ich den. Nicht vergessen, Pfad bauen. So. Er hat eigentlich schon alles erkundet, dann können wir den mal nach oben bewegen. Dann soll er mal hier alles feststellen. Okay, ganz wichtig, nachher hier eine Mine bauen. Am besten, wo wir viel kriegen, Bruchstein und Erz. Aber erst nachher. Ja, ich weiß, ihr habt alle Hunger. Die Produktion läuft auch an. Oh, er ist hier am Verhungern. Wenn die zu viel Hunger haben, dann verlieren die halt Leben. Das heißt, ich werde jetzt mal ein paar Wikinger verlieren. Produktion, wo ist ein Fischer? Machen wir einfach hier nochmal einen Fischer hin. Und der stirbt gleich. Wie blöd. Wir haben 0 Fische, wir haben 0 Früchte, wir haben 0 Pilze, 0 Fleisch. Was macht denn eigentlich der Jäger die ganze Zeit hier? Wo bist du denn? Trollstück. Ja, haben wir erst verloren. Der Orm. Arme Ohren. Ich habe mir ein bisschen zu lange Zeit gelassen für die Nahrungsmittelproduktion. Ein wenig zu lang. Ich weiß, ihr habt alle Hunger. Nervt nicht. Skelette. Und das ist wieder einer draufgegangen. Bumm. Ach, das wird hier nichts. Ich mache einen Neustart. Das heißt. Erstmal wollen wir mal kurz auf den Desktop. Und zwar. Ah, natürlich, Mozilla ist abgekackt. Seit dem letzten Update kacken immer Firefox ab. Immer.
Ich habe keine Ahnung, wieso. Ja, sie ist wieder ein bisschen munterer. Aber noch geschafft. Geht gleich weiter. So. Neuer Anfang, neues Glück. Jetzt war es ja schon ein bisschen mehr, schneller Nahrungsmittel produzieren. Also, ich will Försterei, will ich genau. Hier haben. Aber noch nicht jetzt. Baue ich hier Holzfäller und hier den Steinbruch. Und wir sind noch ein Träger zu. Hey, bist du wieder wach? Was ist los, Häschen? Streuen? Nein, Leckerli. Ja, war klar. Wenn du nach vorne kommst, willst du immer Leckerli. Oder gestreichelt werden. Okay. Ich bin einfach viel zu nett zu dir. Nein, diesmal nur ein Leckerli. Du hast schon heute genug bekommen. Ja, brauchst du mich gar nicht so anzugucken. Holzfäller ist gebaut. Ja, wie viele Ressourcen haben wir noch? Zwei Stück. Ein. Zwischen den beiden bauen wir ein Lager. Nein, gibt kein Leckerli mehr. Ja. Brauchst mich gar nicht so anzugucken. Guck lieber mal oben in die Kamera rein. Hier, oben in die Kamera. Na, no, nach da. Nein. Musst du oben noch Gras haben? Das schmeckt dir doch immer so lecker. Oder hast du kein Gras mehr? Muss ich nachfüllen? Natürlich brauchen wir hier ein Wohnzelt. Brauchen wir da eins. Ach komm, bauen wir direkt zwei. Wir wissen, brauchen wir zwei Holzfäller. Deswegen bauen wir über der Försterei noch einen zweiten. Aber erstmal. Ach, den Waff machen wir aber ganz am Anfang. Den Werkzeug machen wir nicht. Ganz wichtig. Man kann nie zu viele Wege haben. Holzfäller. Macht ihr Kirchen bald? Genau, ich wollte hier unten die Bäume weg haben, deswegen brauche ich hier einen zweiten Holzfäller hin.
Försterei kann ich auch loslassen. Dazu noch Fischer, direkt hier. Ich hoffe, der zieht die Skelette nicht wieder an. Werkzeugmacher, komm, bau den. Fertig. Jetzt wichtig. Ja, Holz fehlt. Der macht ja, der macht ja. Die Gebäude erstellen, können wir uns mal ein bisschen mehr um die Nahrungsmittelproduktion. Wobei wir brauchen noch die erweiterten Produktionsgebäude wie Sägemühle, die wir zu nah an den Wölfen packen. Und Steinmetz. So. Ich hoffe, das passt alles. So, wir brauchen noch eine Straße. Machen wir gleich mal irgendwo ein großes Lager hin. Oder passt hier noch? Ne, passt ein großes Lager hin. Hier macht er schon. Pflanzt das schon Bäumchen. Bäckerei könnte ich jetzt nicht hingebaut werden, war klar. Was machst du da also? Hier bauen wir eine Farm gleich hin. Ja. Zwei Äxte, zwei Hämmer, zwei Angeln. Zwei Sicheln noch, zwei Brotschaufeln. Nochmal zwei Äxte, zwei Speere, nochmal zwei Hämmer. Weil du viel zu tun hast, kriegst du ein paar mehr Leute. Steinmetz kriegt noch einen dabei. Und du kriegst noch zwei dabei. Und wir brauchen wieder Wohnzelte. Oh, die passen ja gut hier rein. Da eins hin. Was ist denn mit... Warte, Wohnzelt abreißen, abreißen. Ja. Mit der Küche. Die passt natürlich nicht hier rein. Die könnte noch hier oben hin. Küchen, die sammeln halt das Essen und bieten es zentral an. Weil es eine Küche ist, ist das Essen natürlich viel besser. Wenn ich das noch recht in Erinnerung habe. Ja. Ihr könnt mich schlagen, wenn ich irgendwie Quark rede. Oder besser auch nicht. Logistik, Lagerfeuer. Da fangen wir mal ein Lagerfeuer hin. Hier fangen wir mal ein Wohnzelt hin. Sollte ausreichen. Thank you.
Für Produktion, wir brauchen unbedingt Farm. Hier wollen wir einen hin. Bäckerei kommt nach. Hier hin. Mühle kommt nach da. Da kommt noch eine Farm. Und hier kommt noch ein Lager hin. Schön zentral gelegen. Ich glaube, ich habe zu viel gebaut. Ja, geht doch, hier geht doch. So. So. Hoffentlich bin ich jetzt besser dran mit dem Futter. Meine Wikinger. Wohnzelt. Ah, da fehlen. Ah. Ich kämpfe schon mit den Wölfen. Und ich habe einen Wikinger verloren. Und ich habe einen zweiten Wikinger verloren. Ist egal, gibt ja noch genug. Nee. Holt euch die Wölfe, ihr habt Hunger. Oh, einen dritten Wikinger verloren. Was soll's? Vierten Wikinger verloren. Ah, ich hasse die Karte hier. Haus ist am Putzen. Ja, komm, ich brauche hier Farm. Ist schön möglich. Was verhungern die wieder? Ach, der Stein wird stellt auch Feuerstein her. Okay, gut zu wissen. Komm, erledigt jetzt nicht die blöden Wölfe, ihr habt Hunger. Ja, geht doch. Vielleicht baue ich auch viel zu dicht zusammen, kann natürlich auch sein. Ja, komm, sind doch nur noch zwei Wölfe. Wie viel Leben haben die Wölfe denn? Ach, die haben noch nur 300 Leben. Ihr habt dreimal so viel. Mein Gott. Du hast sogar noch eine Axt. Benutze deine Axt. Benutze Axt mit Wolf. Benutze Axt mit Wolf. Geht nicht. Weil Wikinger zu dämlich. Ja, eine Farm ist schon fertig. Schön. Brauche ich noch einen Jäger? Nach da. Komm, holt euch den blöden Wolf. Der macht nur 100 Schaden an meinen. Meine kriegen nicht mal 300 Leben von dir runtergeboxt. Ah, hier ist ein Portal.
Da kommen nachher immer stärkere Gegner rausholen, wenn ich jemals so weit komme. Ja, komm. Erster Wolf weg, zweiter Wolf weg. Ah, schön. Fleisch. Hier bauen wir Wohnhütte hin. Und darunter bauen wir noch nichts. Ich wollte warten. Oh. Endlich die zweite Farm. Ja, die kriegen jetzt schon zu langsam Hunger. Arbeiter fehlen. Natürlich fehlen Arbeiter. Komm, machen wir ein weniger. Hier ein weniger. Und wo war... Das sehen würde davon ein weniger. Dann habe ich wieder mehr Arbeiter. Ah, wo ist doch nur das Wasserhase? Komm, während die mal hier rumchillen, streichen wir den Hasen. Das mochte er. Wohnhütte. Ganz wichtig, ich brauche mehr Leute. Am Ende ist alles wichtig. Ein bisschen die Geschwindigkeit. Schauen wir mal, wie es aussieht. Kurz einlagern. Oh, wir haben schon 10 Getreide einlagern. Das heißt, wenn die Mühle und die Bäckerei fertig ist, dann geht es mit der Nahrungsmittelproduktion ab. Deswegen baut mal was fertig hier! Komm, ich hab doch Planken. 5 Stück, sollte ausreichen. Die mir fehlen Planken. Steine brauche ich im Moment nicht, deswegen mache ich mal von der vom Steinmetz alle Arbeiter weg. Ach komm schon, baut den Mist fertig, bitte. Ja, ich bin nur noch eine Planke, ich bin noch 3. Ach, komm schon. Ach, komm schon.
Ich brauche Planken. Ja, Haus ist fertig. Ja, jetzt habe ich genug Arbeiter. Jetzt geht's ab. Ja, Mühle ist fast fertig. Ja, ich brauche Planken. Ich weiß, dass ich Planken brauche. Ich hab doch fünf. Wo sind die denn? Ah, meine Leute verhungern schon wieder. Mühle fertig bauen, Mühle fertig bauen, Mühle fertig bauen. Ich würde mir gerne so noch so einen Knopf hier haben für Prioritäten. Ich brauche noch drei Planken. Ich habe die Rohstoffe. Mach doch mal ein paar Planken hier. Da ist doch schon wieder eine. Jetzt nimmt die mit, genau. Baut irgendwas fertig. Ja, schön. Noch eine. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja, jetzt geht's ab. Oh, ist ein Kampf mal mit Skeletten. Minus 10 Leben. Meine Wikinger, die machen 10 Schaden. Die machen 120. Alles klar. Ja, sonst brauche ich mal kein Armeelager, ne? Ist schon ein bisschen unfair. Ja, kämpf mit deiner blöden Angel gegen das Skelett. Komm, hau ab. Helf dir noch mal welche da. Lager ist auch voll. Ich brauche gleich hier irgendwo ein größeres Lager. Jäger, schön. Und ich brauche einen Waffenmacher. Jetzt kann ich auch Steinmetz mehr Leute reinpacken. Ich brauche hier oben noch einen Holzfäller hin, und zwar erstmal hier Sägemühle. Und dann hier ein Holzfäller. So. Ohne Wohnhütte. Kleines Lager und dann eine Wohnhütte. So. Hier gucke ich mal die Pfade. Wo ist eigentlich egal, ist so kleine Wege, da gehen die selbst rüber, aber. Mache ich für mich. Und dann brauche ich ganz dringend noch den Geologen. Wo ist der Geologe? Da ist der Geologe. Der hat hier schon fast alle Bäume weg.
Das heißt, den können wir gleich abreißen und noch eine zweite Farm hinbauen. Für Fleischproduktion. Jo, es kommt kein weiterer Wikinger. Da. Wenn wir wissen, ist hier Bruchstein und Erz. Auf jeden Fall, dass aber in jedem Spiel nochmal da ist. Ware fehlt. Wieso fehlt Ware? Wie sieht es aus mit Ressourcen? Fischwurst? Wurstbrot? Ich glaube, die Sachen kann man in der Küche machen. Aber ich bin mir nicht sicher. Wie gesagt, ich habe schon eine Weile nicht mehr gespielt und es ist unheimlich viel Neues dazugekommen. Das ist der Wahnsinn. Aber die Entwickler, die sind wirklich knaller dran, das Spiel weiterzuentwickeln, besser zu machen. Und auch schwerer. Ich muss sagen, vor ein paar Monaten noch, vor dem Försterei und Steinmetz und Sägewerk, war das Spiel ziemlich einfach. Da bin ich einfach so durchgerusht. Und jetzt mittlerweile wird ja erst Spiel total verrissen. Hier kann ich ein Steinmetz hinbauen für die ganzen Steine. Oder kommt der da hin? Ja, ihr habt Hunger, mein Gott. Also. Man soll es nicht meinen, das Holzteil da, das ist ein Häuschen. Ist nicht sehr hoch. Als ich gekauft habe, dachte ich, wäre eigentlich höher. Aber da ist es auch ein bisschen gewachsen. Also höher im Vergleich zum Hasen. Ich habe schon gesehen, wie hoch das war. Aber er passt trotzdem komplett da rein. Komm, ich brauche hier mal Militär. Armeelager. Zack. Dann muss ich mal die Skelette wegmachen. Werkzeugmacher. So, noch zwei davon. Rohstoffen haben wir noch genug. Mal ein paar Werkzeuge. Steinspeer. Passt schon. Komm, mach hier blödes Skelett hier platt. Die regenerieren auch noch Leben, die Schweine. Also wenn man so einen Typen nicht killt, der hat dann wieder volles Leben. Aber nicht drauf gehen. Lager, komm schon, komm schon, komm schon. Ja, schön. Machen wir Lager voll und kümmern uns gleich mal um die Skelette. Die gehen mir nämlich auf den Nerven. Falls ihr das Geräusch gehört habt, das war, glaube ich, E-Mail. Oh, nicht sterben. Ah, guck mal, hier kann man noch Türme bauen. Schön. Muss ich auch noch nicht. So. Jetzt haben wir mal hier auf die Omme. Mach die blöden Skelette platt. Hier gehen wir voll auf den Senkel. Erik, vorne her, hinten nicht. Ja.
komm. Ein Skelett weg. Kasko 25 Ehre, schön. Hey, die ziehen immer noch nur 10 Leben ab. Haben die alle keine Waffen oder wie? Ja, haben natürlich alle keine Waffen. Ich hab doch. Wo sind sie denn? Ja, ich hab keine Steinechse. Okay. Ich brauche unbedingt einen Waffenmacher. Wie wär's, wenn ihr alle auf einen gehen würdet? Dann würde er schneller dran gehen. Ah, ich verliere hier einen Wikinger. Ist egal. Die müssen. Ich verliere wahrscheinlich noch einen zweiten. Ja, was soll's. Hab ja genug. Nicht wirklich, aber. Renn doch nicht weg. Du bist ein Skelett. Stell dich deinen Tod. Deinen zweiten Tod. Tesoren. Ja, wen haut der denn ein? Verschiedene, das ist natürlich schön. Ja, kommt. Nur noch ein bisschen was. Wie war denn noch? Ja, er hat nicht mehr viel. 70, 30, 20, 10 und weg ist er. Mein Gott. Das war jetzt mal eine schwere Geburt. Wenigstens sind die schon mal weg. Aber Wikinger wieder verloren. Egal. Wir brauchen noch weiter. Wir brauchen noch einen Fischer. Einen Fischer bauen wir. Hier will ich gleich noch eine weitere Farm bauen. Dann kann ich den Fischer ruhig nach hier hinbauen. So. Wo ist mein Geologe? Ach, er hat Hunger. Wie schaut es eigentlich mit der Nahrungsmittelproduktion aus? Nicht gut. Genau, Produktion. Logistik. Oder was? Produktion. War Produktion. Und zwar wollte ich die Küche bauen. Ich wollte die Küche hier hinbauen und direkt daneben ein großes Lager. Steinmetz kam bis nach da? Nein, er kam nicht bis nach da. Dann bauen wir hier nochmal Steinbruch hin. So. Dann Viehzüchter. Brunnen passt nach da. Viehzüchter für Fleisch. Denke ich. Dann brauchen wir natürlich hier noch eine zweite Farm. Denke ich. Ja, passt doch gut hin. Genug Getreide haben wir. Ja, die rennen alle darüber. Aber hier rennen die dazwischen. Also bauen wir da mal einen Weg hin. So.
Küche. Oh, die sind alle wieder hungrig. Ich hab doch Nahrungsmittel. Mein Gott. Hier war noch was. Gehen wir noch hier hin. Nichts zu trinken, nichts zu essen. Mann, ich habe Hunger. Da muss ich meinen Wikinger. Und ich brauche noch eine Wohnhütte. Jetzt mal nach da. Hier ist wieder alles voll. Wohnhütte, Arbeiter fehlen. Ja, komm klar. Hier sind vier drin. Hier ist einer. Hier ist einer. Vier, fünf, sechs, sieben, acht. Acht freie Mitarbeiter habe ich noch. Minus zwei hier, also sechs. Gebäude fertig. Ah, hier. Schön. So, ich mach's hier oben weiter. Köhler setzen wir nach. Köhler macht halt Kohle aus Holz. Für die, die es nicht wussten. Ich wusste es natürlich. Ganz klar. Ja. Kann ich hier vielleicht noch eine zweite Mine irgendwo hinsetzen? Ja, kann ich. Wenn ich will. Tun eine dritte. Schön. Ah, der Holzfäller hat alles weggemacht. So, Sägemühle machen wir jetzt nur noch beide Einarbeiter rein. Passt schon. Und der Holzfäller kommt. Ja. Und hier wollte ich ja noch eine Farm hinmachen. Oder? Wieder was ausnutzen. Getreide habe ich eigentlich genug. Lass mal erstmal frei hier. Kann man sich noch überlegen, was man denn macht, wenn man überhaupt was hin macht. Ah, Wohnhütte. Ja, ihr habt alle Hunger. Ich weiß, was ich weiß, was. Und zwar kann man. Oder kommt man. Ja, kann man. Hab ich gerade noch gesehen. Kuriere bauen. Die halt. Waren von einem Punkt zum anderen bringen. Dann bauen wir nicht einen Kurier hier hin. Der die zwei Lager drin hat. Und einen Kurier hier hin, der das Lager drin hat. Ne, die Kuriere müssen vielleicht in derselben Farbe sein. Sonst, ja, bringt es nichts.
Oh, ich bin jetzt am Anfang. Mein Gott, wie lange wird das noch dauern? Aber ich glaube, wir hören gleich mal auf. Viehzucht. Ja, komm, du hast doch genug hier am Futter und am. Ich habe keine Ahnung, wie das mit dem Viehzüchter funktioniert. Brauchen wir auch noch einen Fischer? Oh, hier ist ja was los. Leckerli oder streicheln? Leckerli oder streicheln? Am besten beides, ne? So, dann mache ich mal Totalansicht. Fahre die Geschwindigkeit runter. Und streiche mal kurz den Hasen. Ah, hier ist was. Platsch. Da war was. Ich habe noch eine Küche. Ah, genau, da kann der Kurier vielleicht die Küche bedienen. Koch, wo braucht der Koch denn für? Keine Ahnung, was er für Gegenstände braucht. So, erstmal. Um den Hasen kümmern kurz. So. Wo waren wir? Fischer. Aber da fehlen. Wohnhütte. Ah. Vielleicht doch noch eine Farm. So. Ah, mein Wohnhaus ist fertig. Ich höre die immer schreien, wenn die runterfallen. Ist ziemlich witzig. Also, die fallen 30.000 Kilometer runter vom Himmel auf den Boden und überleben. Und so ein blödes Skelett macht die platt? Na. Oder ein Wolf? Oh, hier ist Kohle. Kohle ist gut. Können wir uns einen Köhler sparen. Ware fehlt Getreide. So viel Getreide.
Ich habe hier drei Farmen und dafür Getreide. Kurier. Und Kurier. Ja, großes Lager, voll mit Arbeiter, passt schon. Jetzt kommen die raus, Eisgolem, Eisgolem. Na, die sind hart. Ich könnte hier oben noch einen Fischer hinbauen. So. Logistik mal X. Vielleicht mal Fahrt von da nach da. So. Okay. Ja, jetzt haben die alle natürlich Hunger, weil ich zu viele. Na. Habe ich denn keine? Nee, ich habe kein Getreide mehr. Das. Leute, ihr fresst so viel. Ja, okay, kümmern wir uns beim nächsten Mal drum. Ich mach mal für jetzt Schluss. Sag hier Speichern verlassen. Das ist übrigens auch noch was, vielleicht was verbessern könnte. Man hat im Grunde nur einen Speicherstand. Ist eigentlich so unproblematisch, aber. Wenn man so mehrere Spiele nebeneinander laufen lassen könnte. Entschuldigung, ich muss mich gerade ein bisschen strecken. Dann wäre es vielleicht ein bisschen angenehmer bei der Auswahl. Das ist die Versionsnummer, nicht das Datum. Flachland? Es gibt einen neuen Bergtyp. Normal, Flachland. Okay. Okay, wie gesagt, wir beenden das jetzt. Und ich wünsche euch noch was. Bis denn dann.